Hallo! Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein kleines Video von mir. Ich bin in letzter Zeit nicht so dazugekommen, weil ich ein bisschen krank bin und irgendwie will die Erkältung nicht weggehen. Aber ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich ein bisschen verschnupft klinge. Aber ich möchte es mir nicht nehmen lassen, euch ein paar Dinge zu zeigen. Ich war nämlich gestern mit der lieben Chrissy shoppen. Ja, die Chrissy ist eine ganz, ganz, ganz Liebe, die ich über Instagram kennengelernt habe. Und ja, wir haben uns dann einfach mal getroffen vor Weihnachten. Und ja, gestern bin ich dann zu ihr gefahren und dann sind wir gemeinsam shoppen gegangen. Ja, und ja, wie soll ich sagen? Ja, wir verstehen uns einfach super, super gut. Gleich auf Anhieb haben wir halt gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Und ja, sie ist wirklich ein ganz, ganz toller Schatz. Herzlichen Dank erstmal an dich, meine Liebe. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was sie mir mitgebracht hat, weil die hat mich nämlich total überschenkt. Und da war ich echt ein bisschen überfordert und echt ein bisschen peinlich berührt. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, was sie mir so ganz Tolles geschenkt hat. Und zwar habe ich hier, das ist schon ein bisschen aufgemacht, eine Box, ist noch im Weihnachtsstyle. Das ist ein Weihnachtsgeschenk von ihr. Wir haben uns danach, also vor Weihnachten, gar nicht mehr getroffen. Deswegen gab es es jetzt. Und ja, sie hat mir tatsächlich eine eigene Glossy-Box zusammengestellt. Und die ist tausendmal besser wie die andere Glossy-Box. Aber nämlich, ich zeige euch mal einfach alle Produkte. Einmal hier ein ganz, ganz süßes Büchlein drin mit Herzenswünsche für dich. Ja, total süß. Dankeschön. Dann war in dieser tollen Box waren dann hier ja von Essence so Nagelsticker drin. Finde ich auch sehr, sehr süß. Finde sie gerade auf den Zehennägeln, finde ich die immer ganz putzig, wenn man die drauf macht. Dann war drin, bleiben wir mal bei Nägeln, Nagellacks. Ein ganz, ganz toller, auch von Essence, in der Farbe Flamingo Rose 15. Und das ist ja für die Füße eigentlich, aber ist eine ganz, ganz tolle Farbe auch für die Fingernägel. Dann war ein, auch von Essence, ein ganz hübscher Nagellack drin. Das ist so ein dunkles Rot. Nennt sich, wie heißt denn die Farbe? Finde ich die Farbnummer? Oh, ja, hier. Do You Speak Love 113. Und ist auch eine ganz schöne Farbe. Und passend dazu so ein ganz, ganz toller Glitzernagellack für drüber. Time for Romance. Ja, und ja, sie hat echt ziemlich viel rein. Habe ich noch von Manhattan einen Trio Effect Blush Rouge und Highlighter von ihr bekommen. Auch ganz, ganz, ganz tolle Farben. Wirklich perfekt für mich. Dann war ein Eyeliner von Manhattan drin. Kann man auch immer ganz, ganz gut gebrauchen. Also so eine Glossy Box müsste Glossy Box auch mal machen. Und dann waren noch drei Haarkuren drin von Glisskur. Ja, und nachdem ich ja, wie ihr es ja sehen könnt, ich habe keine Barbie-blonden Haare mehr. Ich bin jetzt ja dunkelblond. Auf manchen Bildern kommt es immer ein bisschen braun drüber. Ist es aber nicht. Es ist wirklich noch dunkelblond, ein aschiger Dunkelblondton. Und ja, meine Haare brauchen sehr viel Pflege und das weiß die liebe Chrissy. Und deswegen habe ich hier ganz tolle Haarkuren bekommen. Und jetzt zu meinen zwei Highlights. Einmal diese wunderbare Kerze war noch mit drin. Und die riecht so gut und die ist jetzt schon in Gebrauch seit gestern, weil ich sie einfach voll, voll toll finde. Und ja, die riecht so richtig nach Mädchen. Und die ist von Glade. Glade, ich glaube das neue Brise, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall ist sie ganz, ganz toll. Und jetzt kommt's, was ich ganz super finde, ist von L'Oreal dieser wunderbare Color Riche Pink Passion 371. Lippenstift. Und ich habe mir den so oft angeguckt, wo ich im Drogeriemarkt war oder bei Douglas und dachte mir immer, der ist so schön. Aber irgendwie habe ich es nie mitgenommen, weil ich mittlerweile echt über 70 Lippenstifte habe und mich dann immer zusammenreiß. Und jetzt hat sie mir den geschenkt. Das ist so toll. Echt, sie weiß genau, was ich will. Ich swatch den hier mal. Der ist so schön. Die Farbe ist so toll. Und der ist schon fast so Korallfarben. Also ganz, ganz super. Also nochmal herzlichen Dank an dich, meine Liebe. Und war echt ein wunderschöner Tag gestern mit dir. Und jetzt stelle ich einfach mal vor, was wir so geshoppt haben, beziehungsweise was ich geshoppt habe. Eigentlich wollte ich gar nichts kaufen, aber dann sind wir bei MAC gewesen. Und
ich fange jetzt mal an mit dem Blush, den ich mir gekauft habe. Ich habe mir gedacht, okay, ich kann nicht immer nur rosa. Gerade jetzt, wo ich nicht mehr so Barbie blond bin, muss ich ein bisschen oder habe ich ein bisschen Lust auf andere Farben. Was man jetzt heute unbedingt sehen kann, ich weiß. Und da habe ich mir dann einen, ups, geht da raus, einen Blush gekauft. Und der heißt Style Frost. Und der ist eben ein bisschen, ja, peachiger, goldiger. Ich mache den da mal drauf. Ja, hier könnt ihr sehen, das ist eher so pfirsichfarben. Und ja, der schaut total super aus, wenn man den aufgetragen hat. Ich werde euch das dann demnächst mal zeigen. Jetzt heute hat es nicht dazu gepasst, deswegen gab es rosa. Dann geht's weiter mit einer Foundation, die ich schon länger benutze. Aber diesmal in einer bisschen helleren Farbe, weil ich nicht mehr so dunkel bin. Und es ist die Pro Longwear Foundation von MAC. Und mit der bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Die benutze ich schon sehr lang unter anderem neben anderen Foundations. Und die ist echt super. Und die habe ich mir in der Farbe NW25 geholt. Und die passt eigentlich perfekt. Dann geht's weiter mit einem, ja, mit einem Schwämmchen, das so ähnlich ist wie dieser Beauty Blender. Ich habe den Beauty Blender nie ausprobiert und habe dann den hier gesehen. Und ich habe ihn jetzt auch schon benutzt und ich bin echt ganz zufrieden. Ich habe da heute mein Make-up damit aufgetragen. Entschuldigung. Und ja, was hat der gekostet? Der hat jetzt 17 € gekostet, finde ich schon eine Stange Geld. Aber ich probiere es jetzt einfach mal aus und er hat mich jetzt heute schon mal überzeugt. Und ich bin gespannt, wie er dann hält. Also er ist auch recht fest und man kann ihn auch mit der Seife auswaschen. Man macht ihn auch ein bisschen nass, bevor man die Foundation eben aufträgt. Ich bin gespannt, ich werde euch berichten. Dann habe ich mir den Lippenstift gekauft, den ich jetzt gerade trage. Und zwar ist das die Farbe Impassioned A62 von Amplified. Die fokussiert immer nicht so schön die Kamera. Ich weiß auch nicht, warum sie nie Lust hat. Ich zeige euch mal die Farbe. Und die ist halt auch echt gigantisch. Die ist mir gleich ins Auge gesprungen. Und so sieht sie auf der Hand aus. Und so eben auf den Lippen. Ist jetzt auch schon ein Stündchen drauf. Und hält total gut. Und warum es so gut hält, dafür ist dieser hier verantwortlich. Und zwar der MAC Prep and Prime. Ja. Den hat mir die gestern empfohlen, hat gesagt, ja, wenn man den vorher drauf tut, dann hält hier der Lippenstift viel, viel länger und viel, viel besser, weil das dann quasi die Farbe fixiert. Und ja, es stimmt. Ich hätte es nicht gedacht. Und es ist eben wie so ein, ja, riecht auch total gut wie so ein Labello, würde ich sagen. Aber man merkt dann schon, wie es dann ein bisschen klebriger wird. Und dadurch hält die Farbe wirklich bombenfest. Passend dazu und für meine ganz vielen anderen Pinktöne habe ich mir dann noch einen Lip Liner gekauft. Den habe ich jetzt auch drauf und ihr werdet jetzt erstaunt sein, weil ich habe mir auch gedacht, was will die mir von der Farbe andrehen, aufquatschen? Weil es ist nämlich die Farbe Magenta und ja, der ist irgendwie gar nicht passend, habe ich mir so gedacht, weil ihr könnt ja sehen, der ist eher, geht eher ins Lilane rein. Ins Blaustichige, aber wenn man den dann so wirklich schön verblendet, dann kommt die Farbe auf den Lippen viel, viel besser raus und viel, viel voluminöser. Und es stimmt, also ich habe es jetzt drauf und ihr seht, es ist kein Rand oder so, wenn man schön verblendet. Es gibt der Farbe noch so einen richtigen Kick. Finde ich super. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, ich glaube, ja, was habe ich noch gekauft? Ach, bei Abercrombie und Fitch habe ich noch einen Duft gekauft, aber nicht für mich. Und ja, da habe ich jemand anderen damit glücklich gemacht und der riecht so gut. Also abartig, müsst ihr mal schnuppern gehen. Doch, ein Teil habe ich noch gekauft und zwar eine Styling Cream oder besser gesagt ein Styling Serum. Und es hat quasi zwei Phasen und es nennt sich Long Layer Style Haircut. Und hätte 19 € gekostet und war auf 4,95 € runtergesetzt. Und das haben wir uns dann auch gleich beide mitgenommen. Und ja, wie ihr seht, hier ist es quasi so eine Duo-Creme. Und das verteilt man einfach in dem Handtuch trockenen Haar.
Und föhnt sie dann rein und es soll quasi für einen schönen Stufenlook sorgen. Und ich bin wirklich begeistert. Ich habe es jetzt heute das erste Mal ausprobiert. Und hier könnt ihr es sehen. Also die Stufen sind wirklich sehr, sehr schön gelungen. Sonst fällt es ja immer ziemlich schnell wieder zusammen. Aber hat geklappt. Finde ich echt klasse. Ja, das war's dann auch schon, was ich gestern so gekauft habe. War gar nicht so viel. Dann möchte ich euch noch kurz auf was aufmerksam machen. Und zwar für diejenigen, die meinen Blog lesen, die wissen bestimmt schon Bescheid. Ich habe einen Produkttest gestartet und zwar von Bee-Öl oder Bee-Oil, wie man es auch immer ausspricht. Also ihr müsst ein bisschen gnädig sein zu mir. Manchmal spreche ich es ein bisschen komisch aus, das Zeug. Und zwar, Bee-Oil soll Narben und Dehnungsstreifen und ungleichmäßige Hauttönungen verbessern und zwar sogar teilweise ganz verschwinden lassen. Und ja, ich denke mal, viele Mädels, die wo ein bisschen mehr auf den Rippen haben, kennen das Problem, dass man einfach, dass die Haut manchmal ein bisschen reißt, gerade vom vielen Zunehmen oder Abnehmen. Und da soll Bioöl wirklich super sein. Und deswegen habe ich es mir jetzt, habe ich es bekommen von Bioöl und werde es jetzt auch testen für euch. Ich mache das jetzt gerade schon die Woche ganz fleißig. Zweimal am Tag muss man das in kreisenden Bewegungen auf die Haut auftragen nach dem Duschen. Und bisher muss ich sagen, es pflegt total schön und ist echt ein angenehmer Duft auch und ist sehr, sehr dünnflüssig. Also schmiert auch nicht oder zieht auch ziemlich schnell ein. Und ja, ich bin gespannt, was, also nach 3 Monaten soll man dann wirklich einen deutlichen Unterschied merken, was es tatsächlich bringt. Ihr könnt es weiter auf dem Blog verfolgen, was ich so darüber berichte. Genau. Und ich denke, es wäre jetzt schon gar keine schlechte Investition für irgendjemanden, wer sagt, okay, ich habe wirklich damit ein Problem und möchte es wegkriegen. Ich glaube, 11 € kostet es bei Drogeriemarkt Müller. Ist aber übrigens sehr ergiebig. Okay. Das war's dann auch schon für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr könnt mir ja mal wieder drunter schreiben, was ihr für Ideen habt für die nächsten Videos. Ich hätte als Vorschlag, dass ich euch einfach als nächstes mal ein schönes Haartutorial zeige, wenn ihr Lust drauf habt. Oder wie wäre es mit einem Alltagslook vom Make-up her? Sagt mir einfach Bescheid, schreibt es mir drunter. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis bald. Tschüss!